Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, diesmal sind wir mal in einer etwas anderen Situation, sage ich mal. Denn ich bin hier noch nicht ganz fertig mit meinem PC und so, aber ich wollte euch trotzdem schon mal so ein Live-Update geben. Aber wie ihr seht, man sieht es glaube ich nicht so gut, aber hier liegt mein Mikrofon zum Beispiel noch und meine Boxen sind noch nicht angeschlossen und so. Ich habe noch nicht wirklich einen zweiten Monitor, das steht da hinten irgendwo richtig random rum und ich bin hier noch gar nicht fertig, weil auch im PC ist noch nicht alles so drin. Meine zweite Festplatte fehlt zum Beispiel noch. Deswegen, wir sind hier noch immer nicht ganz fertig. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, wenn das Video online geht. Aber ich kann euch ja dann darüber informieren in der Videobeschreibung, falls es noch irgendwie was Neues dazu kam oder so. In der Zwischenzeit, weil es ist jetzt, wenn ich das aufnehme, der Montag, bevor das Video online geht. Es stresst mich alles ein bisschen. Also ich meine, ich freue mich krass über diesen neuen PC, okay? Also der ist auch richtig, richtig gut und es läuft grundsätzlich erstmal. Spiele funktionieren und so. Kann erstmal alles machen. Das ist ja schon mal schön. Also er ist auch schön schnell und ich freue mich sehr darüber. Außerdem sieht der großartig aus. Auch wenn der, ja, also das Schutzfolie ist noch da drauf, weil es ist so ein Glasfenster und so. Also ich kann euch das vielleicht gleich mal zeigen. Aber beispielsweise die EA-App macht schon wieder Probleme, wie man das halt so kennt von EA. Wii. Die meisten Packs haben das ganz gut gemanagt bekommen, aber bei 3 Packs kriege ich die nicht gedownloadet, weil da steht nach 14% immer, es gibt einen Downloadfehler. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll, weil ich habe das jetzt schon probiert mit diesem Cage und ich habe das schon probiert mit Neustarten und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, das neu zu installieren, weil ich glaube nicht, dass das was bringen wird, weil die meisten Leute sagen auch, dass es nichts bringt. Und es nervt mich gerade richtig, weil ich habe halt so viel Geld dafür ausgegeben für dieses scheiß Spiel. Und ich möchte einfach nur dann auch mit den ganzen Inhalten, die ich erworben habe, ich auch gerne spielen. Und es ist halt richtig blöd. Also vor allem, okay, das eine Pack, das ist halt dieses kostenlose Feiertagsbündel-Pack. Aber trotzdem, ich finde, es steht mir ja zu. Und es nervt mich halt einfach, dass es nicht klappt so. Also was ist das scheiß Problem, ohne Witz. Also es nervt mich halt einfach. Ich glaube, das kann man auch verstehen. Es hat halt immer alles funktioniert. Und das ist halt das, wo ich halt auch so mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie richtig der Abfuck, so, wenn ich jetzt einen neuen PC mir hole, dass der halt dann eventuell Komplikationen machen wird. Weil zum Beispiel Sims, ich habe eben einmal Sims mal gestartet, weil ich dachte, vielleicht hilft das ja in irgendeiner Form, keine Ahnung. Und dann stand da so, ja, die Grafikkarte wurde nicht erkannt. Und ich so, ist die dir zu neu oder was? I don't know. Das überfordert mich sehr. Ja, aber wenn wir hier hingehen, zum Beispiel, das ist jetzt das Feiertagsbündel, wo wir hier sind, dann drücke ich hier so auf Download, bla bla, ne? Dann kommt jetzt hier gleich eh wieder Downloadfehler. Wie kommt ihr das an? Das ist doch so dumm. Dann steht da so, ja, versuch es ein paar Minuten erneut. Ich habe schon 5000 Mal versucht. Hier, das sind die Erweiterungen, die mir fehlen. Also Kleinkind und Karnevals. Und eigentlich hier Feiertagsbündel auch. Aber das wird halt, weil das hier gerade in der Warteschlange schon ist, I don't know. Fuckt mich einfach so komplett ab, ne? Aber hey, dafür leuchtet mein PC in bunten Farben. Aber ansonsten ist das hier eigentlich gerade ganz cool. Also ich freue mich auch und so, wie gesagt. Aber manche haben jetzt, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig verstanden, wieso ich mir jetzt noch einen PC geholt habe. Ich habe das gemacht jetzt so, weil ich habe jetzt ja mein Fachabitur bestanden mit, wenn ich mich nicht verrechnet habe, habe ich einen 1,7-Schnitt. Und ich dachte, dafür habe ich mir eine kleine Belohnung verdient. Eine kleine Belohnung, also es war jetzt schon teuer. Aber wenn ihr wissen wollt, was das für Specs und so sind, ich verlinke das einfach mal unten in der Videobeschreibung, weil ich habe gar keinen Plan von so einem Zeug. Ich weiß nur, dass das ein ziemlich guter PC ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das Fachabitur bestanden und dann dachte ich mir, naja, ich habe mir jetzt halt schon länger nichts mehr so richtig gegönnt und dann dachte ich, es ist vielleicht ganz cool. Auch wenn es jetzt ein paar Probleme gibt und das halt jetzt nervig ist, aber an sich bin ich gerade ganz happy, ne? Also ich finde halt, die Videos sind da an sich auch ganz cool zurzeit. Nur, ja, durch den Umbau jetzt ist es natürlich, das sein kann, dass jetzt ein bisschen was ausfällt. Weil Samstag ist das zum Beispiel schon was ausgefallen. Da habe ich ja einen Community-Post drüber gemacht. Also ich finde, man hat halt auch gemerkt jetzt, weil in den letzten Wochen hatte ich jetzt ja dann schon mehr frei. Jetzt habe ich ja wirklich frei eigentlich bis Ende September, glaube ich, werde ich dann natürlich genauso viel Arbeit reinstecken können. Und ich finde, man hat das auch in den Videos gemerkt, dass ich ein bisschen lebensfreudiger bin und dass ich halt irgendwie ein bisschen mehr draus gemacht habe. Und ich finde, das gehört halt auch irgendwie dazu. Also ich bin eigentlich richtig zufrieden mit dem Ganzen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt bald wieder dazu kommen kann, weil ich habe halt auch richtig Bock. Also ich habe richtig Bock auf die Videos.
die Let's Plays gerade machen ja so unfassbar viel Spaß. Aber wir haben ja auch über Sims 3 geredet. Und das Ding ist, wenn Sims 4 jetzt schon solche Probleme macht, will ich gar nicht wissen, was Sims 3 für Probleme macht. Wenn ich das jetzt downloaden möchte. Das ist halt schon wieder so. Es fuckt mich einfach ab. Okay. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man das jetzt irgendwie besser machen kann, meldet euch bei mir. Aber ich glaube nicht, dass dem das in irgendeiner Form helfen wird, weil es ist die EA-App. Und da kann man halt leider einfach nichts regeln, weil die EA-App ist einfach der größte Rotz. Ich höre Miss Origin ein bisschen. Auch weil Origin, ich bin der Meinung, Origin war schon langsamer. Also die EA-App, die haben von der Geschwindigkeit das schon erhöht, so wie schnell Dinge passieren. Aber Origin war schon zuverlässiger. Das ist halt so eine Sache, I miss her. Ich rede hier die ganze Zeit über um den heißen Brei irgendwie. Ich weiß nicht, ob dieses Video in irgendeiner Form interessant sein könnte für euch oder so. Aber es ist vielleicht gut, wenn ihr hier mal so ein bisschen so einen Einblick habt, was hier gerade abgeht. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt alles hier irgendwie schnell geregelt werden kann, weil ich habe keinen Bock, dass das hier so Probleme macht. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Aber wenn das hier alles dann läuft, ja, wenn es dann soweit ist, dann, ich glaube, die Zeit wird dann richtig, richtig cool. Sowohl auf dem Kanal als auch so generell mein Leben. Also immer mal wieder werden wir ja hier was machen können. Und da werde ich dann probably auch wieder drüber erzählen. Nicht nur in solchen random Videos, sondern auch wieder in Speedbits und so. Weil ich finde, da ist halt immer so die Zeit, wo man halt dann auch gut reden kann. So was so aktuell so abgeht und so. Und ich liebe das ja auch. In den Let's Plays passt es halt meistens einfach nicht mehr so rein. Also als ich Pokémon noch Let's Played hatte, da hat das halt eher reingepasst, weil es da nicht so viel zum Spiel zu sagen gab. Aber hier erzähle ich ja meine Stories und so. Und da fände ich es halt weird, wenn ich dann die ganze Zeit von mir reden würde auf einmal. Also klar gibt es ja Sachen, die ich mal so anmerke oder so, aber es ist ja schon was anderes, als es damals war, sag ich mal. Es ist aber auch eine andere Form des Let's Plays. Ja, ich schneide das ja komplett runter von irgendwie 1,5 Stunden auf 20 Minuten oder so. Teilweise nicht mal. Also es ist schon was anderes mittlerweile. Damals war das ja ungeschnitten. Das Anti-Uni-Let's Play war ja auch ungeschnitten. Da war das ja dann auch, dass es mal dazu kam, dass ich was erzählt hatte oder so. Ich hoffe übrigens, dass ihr auch zurzeit sehr glücklich seid mit meinem Content. Also ich weiß, dass es jetzt gerade fliegt es wieder in dieses Sommerloch. Also im Sommer ist es immer, dass es halt so weniger Leute so einschalten, sag ich mal. Kann ich auch verstehen. Ich hocke im Sommer auch nicht den ganzen Tag vor meinem PC, ja. Also zumindest ist es dann häufiger, dass ich auch mal weg bin und irgendwas unternehme oder so. Ich kann das auch verstehen so. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr halt auch gerade Spaß habt an meinem Content, so den ich so in letzter Zeit gebracht habe. Ich hoffe, ihr seht auch, dass ich mir Mühe gebe. Weil das hier ist halt einfach mein Herzensprojekt, ne? Ich mache diese Scheiße schon so lange. Und dafür würde man vielleicht sagen, dass ich unerfolgreich bin, aber also es sind ja schon so ein paar Leute, die hier immer mal wieder reinschauen. Das ist halt schon süß. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass mir auch mal ein paar mehr Leute zuschauen, so. Aber ich kann es halt nicht großartig beeinflussen, wie viele Leute mich wann finden und mich dann vielleicht auch toll finden, so, you know. Ich versuche einfach ein safe place zu sein, versuche mir Mühe zu geben mit meinem Scheiß und entweder finden mich Leute oder nicht. Da bin ich ja dann teilweise auch darauf angewiesen, was andere Leute halt teilen oder halt nicht teilen. Und ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn irgendein bekannterer YouTuber jetzt irgendwie meinen Namen verwenden würde und sagen würde, jo, die ist auch cool, so safe würde ich dann halt so ein paar Abos kriegen, so, und das würde das Ganze so ein bisschen ins Rollen bringen. Weil ich glaube, wenn ich erstmal von so ein paar Leuten gefunden wurde, ich glaube, dass es dann relativ schnell nach oben gehen würde, sag ich mal. Weil, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber ich glaube, manchmal bin ich schon echt doch ganz witzig. Aber nicht, weil ich so ein lustiger Mensch bin, sondern weil ich manchmal auch einfach lost bin. Aber ich finde, das macht es dann auch irgendwie aus. Also es bin halt ich. Ich habe halt so meine ganz eigene Note und ich glaube, dass das eigentlich ganz cool sein könnte für die Masse, wenn die Masse mich halt finden würde. Aber I don't know. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier hinaus will, wenn ich hier mit euch rede, ja? Ich glaube, ich sollte dieses Video auch beenden, weil I don't know. Ich habe eigentlich nichts mehr so großartig zu erzählen. Ich halte euch auf dem Laufenden und ich denke, dass wir uns dann irgendwie demnächst mal wiedersehen. Eigentlich ist geplant, dass ein Let's Play Part am Samstag kommt, aber wie gesagt, ich kann jetzt nichts versprechen, weil das hier alles nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Aber wir schauen einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und nächstes Mal, wenn ich den PC neu starte, dann funktioniert es oder so. No. Aber wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.